Auf den Intensivstationen liegen bereits mehr als 2.800 Corona-Patienten. Die Behandlungskapazitäten schwinden. Derzeit gibt es tatsächlich so wenig betreibbare Betten wie noch nie in dieser Pandemie. Mehr als die Hälfte der Intensivstationen melden dem Intensivregister akute Personalengpässe, so viele wie zuletzt auf dem bisherigen Höhepunkt im Januar diesen Jahres. Basil Wegener von der dpa mit einer Frage an Herrn Wieler. Ab welcher Größe sollte es keine Großveranstaltungen mehr geben, auch zum Beispiel keine vollen Fußballstadien mehr? Ja, diese Debatte hatten wir ja im letzten Jahr. Die Größen, die wir da genannt haben, haben sich als wirksam erwiesen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, an diesen Größen zu zweifeln. Wir wissen sehr gut, dass insbesondere in Innenräumen sogenannte Superspreading-Events stattfinden. Und wir wissen auch, dass die Delta-Variante ja noch ansteckender ist als die vorherigen Varianten. Insofern sind Großveranstaltungen generell wirklich kritisch zu sehen. Und wenn sie durchgeführt werden, dann mit maximaler Sicherheit, die uns zurzeit zur Verfügung steht, also mit all den Werkzeugen, die wir haben. Am besten wäre es, wenn man bestimmte Großveranstaltungen absagen würde. Ganz klar. Zumal, wenn ich das ergänzen darf, die momentane Lage auch einfach zu wahnsinnig viel Konflikt führt. Ich meine, der geimpfte Krebspatient bekommt möglicherweise eine Operation verschoben, weil ein Ungeimpfter einen Covid-19-Intensivplatz braucht. Das alles führt auch zu gesellschaftlichen Spannungen. Herr Minister, die Pflegekräfte haben mir mitgeteilt, dass sie ja schon seit Jahren am Limit sind, dass wir schon seit Jahren einen Pflegekräftemangel haben, auch auf der Intensivstation, und dass nur noch eine minimale Betreuung, aber nicht mehr eine rehabilitierende Mobilisierung von Intensivpatienten möglich ist. Hat die Politik, haben Sie in den letzten Jahren da in der Intensivpflege etwas versäumt? Nun, das haben die Pflegekräfte ja nicht nur Ihnen mitgeteilt, sondern es ist eine öffentliche Debatte, die wir, also ist jetzt kein Neuigkeit, dass wir eine herausfordernde, schwierige Situation in der Pflege insgesamt haben. Das sage ich seit 3,5 Jahren und daran arbeiten wir seit 3,5 Jahren auch sehr konkret. Nachfrage, die Personaluntergrenzenverordnung sollte ja dafür sorgen, dass eben Pfleger nicht überfordert sind. Die Krankenhäuser ziehen daraus die Konsequenz, einfach Betten zu sperren. Darum haben wir, wie Herr Professor Wieler sagte, ja eben weniger Intensivbetten als früher. Darum nochmal die Frage, ist zu spät umgesteuert worden, ist zu spät der Aufbau der Intensivpflegekräfte vorangetrieben worden? Aber natürlich ist durch diese 3 Wellen der Pandemie auch einfach die Belastung, der Frust, der ja auch entsteht, wenn man jetzt sieht, wie viel eigentlich vermeidbar wäre durch mehr Impfungen zum Beispiel. Das alles kommt ja sozusagen zu dem, was sowieso schon an Problemen da war, noch zusätzlich dazu und macht es ihm zusätzlich schwer. Aber eine allgemeine Impfpflicht, wo Sie sozusagen jeden Bürger, jede Bürgerin verpflichten, sich impfen. Was machen Sie denn mit dem, der sich weigert? Zerren wir dann Sarah Wagenknecht mit der Landespolizei zur Impfstelle? Sie haben Zahlen genannt, Herr Professor Wieler, und ich habe öfter nachgefragt, wie die Zahlen zustande kommen. Und das BMG hat mich dann an Sie verwiesen. Da gibt es auch immer wieder Nachfragen. Vielleicht können Sie das nochmal aufschlüsseln. Bei den Getesteten gibt es eine Aufschlüsselung, wie viele sind geimpft, wie viele sind nicht geimpft. Wie wird auf den Intensivstationen, werden die Geimpften seltener getestet? Und das Letzte, es heißt ja, Geimpfte sind nur dann krank, wenn sie Symptome haben. Bei Nicht-Geimpften ist, glaube ich, der gilt auch als infiziert, wenn er keine Symptome hat. Wenn Sie da vielleicht noch ein bisschen mal erklären können. Ich meine, Sie können die Methodik, wie wir die Impfeffektivität berechnen, die steht ja in diesem Wochenbericht, den wir ja jeden Donnerstag berichten, also der auf unserer Webseite auch für jeden einsehbar sind. Wir berechnen das anhand der uns gemeldeten Zahlen. Wir bekommen ja bestimmte Zahlen gemeldet von den Gesundheitsämtern. Und in den Daten steckt drin das Alter der Person, es steckt drin der Impfstatus der Person, es steckt drin, ob die im Krankenhaus waren, je nachdem, was an Daten uns zur Verfügung steht. Das Meldesystem stellt uns nicht für alle 100% der Gemeldeten alle diese Daten zur Verfügung. Wir haben
Satz? Eine wieder eine Lernfrage. Warum empfiehlt das RKI weiterhin, dass vollständig gegen Covid-19 geimpfte Personen nach Kontakt mit einer nachweisbaren positiven Person nicht in Quarantäne müssen? Muss sich das mittlerweile nicht ändern? Warum ist das immer noch so? Das ist eine sehr gute Frage, die wir auch tatsächlich momentan überlegen, ob wir das ändern. Das kann ich Ihnen momentan noch nicht beantworten. Tatsächlich ist es so, dass von den vollständig eine Impfung. Hier vielleicht noch ein paar wichtige Zahlen. Die hat das LGL gestern für Bayern verkündet. Und zwar, das ist die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Geimpfte und für Ungeimpfte. Wie gesagt, das sind die Zahlen, die gestern rauskamen. Mittlerweile ist die Inzidenz im Freistaat wieder höher. Aber hier seht ihr schon den Unterschied. Bei den Geimpften 97,6 und bei den Ungeimpften 953,2. Also fast das Zehnfache. Deshalb wollen wir jetzt noch mal da ganz genau drauf schauen und das Ganze einordnen mit meiner Kollegin aus der BR-Wissen-Redaktion mit Jan Toczynski.